So today I'm going to do something special. I'm going to do something for the first time in my life. I'm going to shoot a grouse for a German field-trained, short-haired, pointing dog. So let's go and do that now. See the top on the far side there? That's the north end of this property where we're gonna hunt today. Sasha coming up from Germany with his German short hair pointing dogs, and they are 100% trained on field and much more often contact with bird. Left when we go down the valley a little bit. But we see on what level we find the birds, if they're low or if they're high. Für meine Hunde ist das erste Mal so zu jagen. Andere Landschaft, anderes Wild, andere Art und Weise. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns dran stellen. Das ist was anderes, als in Norddeutschland Fasane zu jagen oder in den Rheintälern auch Sauen zu gehen. Das ist ein bisschen was anderes. Dagens Plan ist, dass wir ta med oss det terrenget vi ser rundt her nå. Vi kommer til å starte i litt medvind. Morsomt å se hvordan de tyske hundene takler medvind, som vant til å gå stort sett på motvind. Så får vi se utover dagen, om det bringer. Vi går inn i et utrolig flott område her nå, og her bør det være bra med ryper, så vi bør få en del fine situasjoner. Så jeg tror vi starter dagen med de tyske hunder, så får vi se hvordan det blir. It's slightly different from the field hunting in Germany. Or southern Sweden, where you mainly hunt pheasants, where the dog normally have a kind of, in my way of looking at it, a very tight search pattern. Here we have big mountainsides where we need dogs that really go wide. A search pattern for one of our setters could easily be up to 500-600 meters in one way and 500-600 meters the other way, and that means in totally recovers 1 kilometer of land when we hunt grouse. So that means when the dog is pointing for grouse, it could be a walk of 500 meters to come up to the dog for taking place for shooting. That also means that you have to have stable dogs that don't push the birds too early. They have to wait for this 500-600 meters walk that could take 10 minutes, 15 minutes maybe. For grouse, we use pointing bird dogs, the traditional English way of bird hunting. One of our dog handlers would have 2 to 3 dogs in the mountains the same day, and they take turns, the dogs. And normally, an average for one dog is 50 kilometers. So the walk is slowly. It doesn't sound that much, but you have earned your dinner when you come home. You are tired, but it's a nice feeling though. Die Hündin steht jetzt fest vor. Ich denke aber, dass die Hühner überriegelt über den Kopf drüber laufen. Weiter. Lang. Lang. Weiter. Lang. Fein. Ja.
Two dog points in the bush. We can't shoot because of the trees. You shoot through the trees. Only with a Panzerfaust. No, just go for it. Mann, ey. Das ist komplett anders, als wir in Deutschland auf unsere Fasanen und unsere Hühner jagen, wenn wir es überhaupt noch können. Und hier ist eine ganz große Chance, mit dem Vorstehhund zu jagen, für das er eigentlich da ist. Und wenn man sich die Setter anguckt, das ist schon eine ganz große Klasse, in der die spielen. Dafür sind sie halt Spezialisten, die englischen Vorstehhunde. Und unsere halt Allrounder und die eierlegende Wollmilchsau. Aber momentan schlagen sie sich noch ganz gut. Und meine braune Hündin, die hat schon Hühner gefunden. Und da bin ich schon ganz schön stolz drauf, dass der das überhaupt gemacht hat. Vielleicht schießen wir jetzt auch noch ein paar. Jeg tror noe av grunnen til Kuling som vi har her, som vi er en av Norges mest meriterte hunder, er stabiliteten hans. Han har en utrolig jaktiver, en lyst til å finne fugl. Han vil finne rype og jakte sammen med meg. Og ikke en dag som det ikke fungerer. Og når han finner fugl, så er han stabil og står der. Han misbruker ingen sjanser. Det tror jeg er Kulings sin store styrke. Guck mal, wie weit besser der geht. Das ist Wahnsinn, ne? Unglaublich. Aber wenn man dazu sieht, im Grunde genommen ist der wirklich so, wer Massenstrecken erzielen will, auf ganz leichte Art und Weise, möglichst körperschonend, der ist hier schon falsch. Hier muss man sich jedes Huhn erarbeiten. Das ist eine hart und faire Jagd, finde ich, und macht unheimlich viel Spaß. Aber abends ist man schon ganz schön durch. Aber das ist halt das Schöne hier dran, mit den Hunden gemeinsam Beute zu machen und gemeinsam mit den Hunden dann auch ans Ziel zu kommen und Strecke zu machen. Und die Vögel sind einfach wunderbar. Der Setter hat vorgestanden, wir sind rangegangen zu dritt, die Kette ging hoch und es ist gelungen, zwei Hühner zu erlegen. Ich habe eine Dublette geschossen, meine Hunde haben sauber apportiert. Ich bin sehr glücklich, ich bin happy hoch 10. Das war eine super Sache. Jetzt will ich noch eins vor meinem Hund schießen und dann ist der Tag für mich gelaufen. First of today. Many more to come. Yeah. There is nothing impossible at any way to take a German field trained dog up in the mountains. The main difference is the search pattern. When you compare it with Rune's dogs, who has the search pattern up to 400-500 meters, you really see the difference. And that's interesting. Okay. 400 Meter von uns weg, über ein Tal hinweg, stand der Setter vor und wir sind dann rangegangen. Die Hühner waren aber extrem unruhig, die halten zurzeit auch relativ schlecht, hat man uns erklärt, denn die wechseln gerade vom Sommergefieder, die mausern gerade ihr Gefieder, vom Sommergefieder aufs Wintergefieder und der Weißanteil am Gefieder nimmt zu, deswegen fühlen sie sich nicht mehr so sicher in ihrer Tarnung, sie fallen halt auch auf. Und deswegen sitzen die nicht mehr so fest, liegen nicht mehr so fest und da muss man sich schon beeilen und diesmal kamen wir zu spät. So, überglücklich nach ein paar Stunden Suchengang bin ich jetzt auch endlich mal in die Crows gekommen und ja, haben die gesehen, der Hund stand bombenfest vor, der Irish Setter und ja, die Crows liefen vor dem hin und her. Ja, und dann hieß es rangehen und ich kam so bis auf 20, 25 Meter ran. Dann sind sie ganz quer über den Horizont geflogen, ganz knapp. Und es war nur noch Zeit für einen Schuss und der war happy. Was auffiel,
ist, dass gerade die Weite der Suche am Anfang meinen Hunden etwas Probleme gemacht hat. Weite der Suche heißt also, sich mal 350, 400 Meter von mir zu lösen, dort zu suchen, zu finden und vorzustehen. Aber das Schöne ist, man hat dann gesehen, wie sie schrittweise die Hunde an diese Arbeitsweise herangetastet haben. Und mittlerweile marschieren sie tatsächlich, das hätte ich mir so nie gedacht, dass das so funktioniert. In Deutschland wäre das nicht jagdlich brauchbar, muss man einfach so sagen. Wenn wir in Deutschland Fasane schießen gehen und der Hund ist 400 Meter von uns weg, ist er entweder schon im nächsten Hegering oder spätestens der Jagdherr flippt aus, wenn der Hund so weit geht. Ich muss auch am Anfang erstmal gucken, und zwar mit großen Augen, wenn ich sehe, dass die Setter hier, die beiden Irish Setter, dass die in der Suche weitergehen als mancher Stöberhund in Deutschland. Und das ist schon beeindruckend. Und wenn die stehen, dann stehen die wie ein Eimer, wie man so schön sagt. Die stehen halt, bis man dann irgendwann zu Fuß zu ihnen kommt. Und das kann eine Zeit lang dauern, weil hier ist es ja nicht gerade flach. Und die Hundeführer haben hier GPS an ihren Hunden dran, sprich Garmin, um die Hunde, wenn sie vorstehen, überhaupt wiederzufinden. Denn auf 400 Meter sieht man sie ja nicht, wenn sie hinter einer Bergkuppe sind. Und das geht halt nur mit diesem GPS-Gerät. Die laufen halt tatsächlich dann per Anzeige auf dem Handgerät, um den Hund zu finden. Also auch da muss ich sagen, kann man so in Deutschland immer machen. Wir nutzen die GPS-Geräte eigentlich nur zur Drückjagd, zum Stöbern. Ich habe natürlich die Hunde vorher schon ein bisschen fit gemacht. Im Rahmen der Möglichkeiten, gerade hier die braune Hündin Zita, die ist noch am Samstag, also vor ein paar Tagen, ist sie noch HCP gelaufen und war da halt auch im Training, in der Vorbereitung. Aber das schlaucht. Die Hunde sind abends knitterkaputt und man merkt dann auch schon am Nachmittag, dass die Hunde wieder kürzer werden, weil sie halt konditionell bei weitem nicht so durchtrainiert sind wie die Setter unseres Kollegen, unseres norwegischen Kollegen, der halt das hier 4-5 Mal in der Woche macht, das ganze Spiel. Und die Hunde sind halt fit wie die Turnschuhe. Ein 11-jähriger Hund ja. ist bei uns zu Hause in Deutschland ein alter Hund und der Hund, der läuft noch wie ein Haas. Also der geht noch den ganzen Tag wie ein Uhrwerk, das ist faszinierend. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist mein neues Lieblingswort hier in Schweden. Das ist alles extrem wahnsinnig.